Braucht man eine Provision bei der Sofortimplantation? Grundsätzlich ist es so, dass das Provisorium in der Front wünschenswert ist, weil es ja die ästhetische Zone ist, weil es die Visitenkarte des Patienten ist. Und wenn das Implantat eingesetzt ist, bliebe ja zunächst mal die Lücke, weil das Implantat selber ja nur die Wurzel darstellt. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, im Frontzahnbereich ein Provisorium zu erstellen. Die eine Möglichkeit ist vorab den Zahn, den man vorher, also bevor er extrahiert wird, dass man da ein Negativ von erstellt, einen Abdruck von erstellt, sodass man nach diesem Abdruck ein Provisorium formen kann, was dann hinterher auf diesem Blatt direkt aufpasst. Die zweite Möglichkeit ist, über ein Digitalverfahren sofort das Implantat zu scannen, über einen Abdruckpfosten oder über einen Scanpfosten und dann in der Sitzung schon eine Krone über ein CNC-System, über einen Schleifprozess zu erstellen, was man dann direkt in das Implantat reinschrauben kann. Es gibt darüber die Möglichkeit, eine sogenannte Merrylandbrücke zu erstellen. Dazu muss vorab ein Zahntechniker eine Klebeflügelbrücke erstellen. Diese Flügel werden so konfiguriert, dass man sie an Nachbarzähnen fixieren kann. Und an diesen Flügeln ist dann ein Brückenglied, ein Brückenzahn angebracht, was dann an den Nachbarzahn hält. Das Implantat selber ist bei dieser Version dann überhaupt nicht belastet in seiner Funktion, aber die Zahnreihe ist ästhetisch wieder geschlossen. Es gibt natürlich weitere Möglichkeiten, zum Beispiel auch, und das ist die schlechtere Variante, eine Teilprothese zu erstellen, also einen herausnehmbaren Zahnersatz, der mit Klammern an den restlichen Zähnen fixiert ist. Oder man kann mit einer Folie die Nachbarzähne umfassen, um die Lücke dann mit einem provisorischen Kunststoff in der ästhetischen Zone zu schließen. Im Seitenzahnbereich kann man das natürlich auch tun. Da spielen eher die funktionellen Bereiche, zumindest im hinteren Bereich, eine große Rolle. Im vorderen Backenzahnbereich, also in den sogenannten Prämurbereich, im Eckzahn, ist es ja schon die ästhetische Zone. Da kommt auch die Kosmetik wieder zum Tragen. Da macht es aus diesen Gründen auch Sinn, die Provision zu erstellen. Auf gleiche Art und Weise, aber im hinteren Backenzahnbereich ist es in der Regel für diese kurze Zeit nicht notwendig, sodass man mit der Lücke dort durchaus reagieren kann.